Der Advent steht vor der Tür und die Tage werden immer kälter. Darum zeige ich euch heute das Rezept für diese köstlichen Pilztrüffelpanzerotti. Als erstes kümmere ich mich um die Wildpilzauslese von Locoleria. Perfekt für alle Genießer unter euch, denn die Wildpilzauslese besteht aus Pfifferlingen, Steinpilzen und Morcheln. Ich gebe jetzt einfach die tiefgefrorenen Pilze in eine beschichtete Pfanne und brate sie so lange an, bis die komplette Flüssigkeit entwichen ist. Im Anschluss gebe ich dann noch etwas Butterschmalz, Speckwürfel, Zwiebel und Knoblauchwürfel hinzu. Jetzt kümmere ich mich um den Star des heutigen Gerichts, die Pilz-Trüffel-Panzerotti von Locoleria. Die Panzerotti bestehen unter anderem aus Champignons, Austernpilzen und Shiitake-Pilzen, verfeinert mit Parmesan und Ricotta. Wirklich köstlich. Hierfür habe ich reichlich Wasser aufgesetzt und bringe es jetzt zum Kochen und gebe dann die Panzerotti für etwa 6 Minuten hinzu. Jetzt schwenke ich die Pilz-Trüffel-Panzerotti noch mit den anderen Pilzen in der Pfanne. Würze das Ganze noch mit Salz und Pfeffer und schmecke es dann noch mit etwas Balsamico ab. Die Pilz-Trüffel-Panzerotti sind jetzt fertig abgeschmeckt. Ich gebe sie jetzt gleich in eine Schüssel und garniere das Ganze dann noch mit etwas frischem Parmesan und Thymian. Die Pilz-Trüffel-Panzerotti duften wirklich herrlich. Und wenn ihr mich fragt, ist das das perfekte Adventsgericht. Wenn euch das Rezept gefallen haben sollte, lasst uns doch einfach mal ein Like da. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal mit euch. Tschüss, eure Tanja.